Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es etwas, das es schon ewig nicht mehr auf meinem Kanal gab. Und zwar will ich heute vielleicht ein bisschen was aussortieren. Um genau zu sein, habe ich mir vorgenommen, jeden Monat einmal durch die Wohnung zu gehen und zu gucken, ob sich irgendwas angesammelt hat, was ich eigentlich nicht mehr haben will und ja, was aus irgendeinem Grund nicht bei mir bleiben soll. Einfach damit sich auch nicht mehr so viel ansammelt, weil man solche Sachen ja oft vor sich her schiebt und man denkt so, ja, ich kümmere mich dann irgendwann darum. Das heißt, wir gehen jetzt zusammen einmal durch die komplette Wohnung und gucken, welche Gegenstände sich inzwischen angesammelt haben, die ich loslassen möchte. Ich weiß noch nicht so genau, wie das hier funktioniert mit Spenden und Verkaufen. Ich werde mich aber, wenn ich dann weiß, welche Sachen am Ende mich wirklich verlassen, dann kann ich mich auch besser darüber informieren, weil dann kann ich wirklich gezielt Freunde fragen. Pass auf, hier habe ich diesen und jenen Gegenstand. Was meinst du, was kann ich damit machen? Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. In meinem Büro, wo wir auch gerade schon sind, und ich habe jetzt nicht extra aufgeräumt in der Wohnung. Eigentlich, um genau zu sein, müsste ich mal wieder Staub wischen. Aber ich dachte mir, bevor ich Staub wische, sortiere ich aus, weil sonst muss ich ja mehr hin und her räumen. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind die Ausreden, die ich mir selbst immer suche zum Staubwischen. Okay, Schluss mit dem Intro, los geht's. Hier haben wir die Couch mit den neuen Kissen. Da ist eigentlich jetzt soweit nichts Besonderes. Auch hier. Das sind meine Kunstsachen. Ich habe Bleistifte, Schwamm, Farben. Aber das sind eigentlich alles Sachen, die ich benutze. Hier sind ein paar Notizbücher und Tagebücher, also hier. Und hier habe ich eine Kiste mit DIY-Sachen. Ah ja, hier habe ich ein Armband. Das habe ich sehr gerne getragen. Und das oxidiert jetzt sehr stark. Und ich habe das lackiert mit durchsichtigem Nagellack, um die Langlebigkeit zu erhöhen, weil das ist Kupfer. Aber es hat leider nicht geklappt und es oxidiert trotzdem und ich habe eine Allergie darauf bekommen. Und ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ich möchte es nicht einfach wegwerfen. Ich überlege, ob ich das noch irgendwie als Deko-Gegenstand benutzen kann. Vielleicht kann ich das mal irgendwie zum Pflanze zusammenhalten oder so benutzen. Ich habe aber noch keine genaue Idee. Das wäre aber hier so ein Gegenstand, wo ich sage, okay, eigentlich verfehlt er seinen Zweck. Ich denke aber, ich gebe diesem Armband noch ein paar Wochen oder Monate Zeit und gucke, ob ich es irgendwie anders verwenden kann, weil das ist jetzt erst kürzlich passiert und die Wohnung ist ja auch noch nicht ganz fertig eingerichtet, zumindest was Pflanzen und so angeht. Und da wollte ich einfach mal noch ein bisschen abwarten. Mein Schreibtisch ist gerade nicht super ordentlich, da ist noch meine Kaffeetasse und meine Snackschüssel von gerade eben. Aber da ist wirklich alles in Benutzung und das sind alles die Sachen, die ich am häufigsten jeden Tag brauche. Vor allem hier so Kabel und Adapter, die ich jeden Tag brauche. Und deswegen, das passt alles. Stuhl genauso. Und jetzt wird's spannend. Okay. Ja. Also, ich habe hier einen riesen Haufen Kartons aufgehoben. Die wollte ich eigentlich an meine Würmer verfüttern, also an meine Kompostwürmer. Aber es hat sich herausgestellt, dass die nicht so gern Papier fressen. Es liegt daran, es gibt verschiedene Sorten oder verschiedene Arten von Würmern. Und ich kann nicht genau sagen, welche Art von Würmern ich habe oder überhaupt, ob ich nur eine habe oder verschiedene. Aber ich habe gerade am Anfang öfter mal Papier verfüttert und habe gemerkt, dass es nicht so gut ankam. Ich denke, ich werde es noch einmal probieren und wenn es wieder nicht so gut klappt, dann werde ich die ganzen Kartons entsorgen. Dann hat es halt nicht funktioniert, der Plan. Ist auch nicht so schlimm, aber immerhin habe ich es probiert und versucht, den Kartons eine zweite Chance zu geben. Ansonsten habe ich hier noch den Karton von unserem Roboter. Ich glaube, den kann ich jetzt dann mal in den Keller räumen. Ich denke, ich werde diesen Karton hier aus Garantiezwecken aufheben. Aber ich habe da oben, das könnt ihr nicht sehen, noch einen Karton. Und dieser weiße Karton war in diesem hier und den brauche ich wirklich nicht mehr. Den hatte ich echt nur aufgehoben, um zu gucken, ob der Staubsaugerroboter insgesamt funktioniert oder nicht. Das heißt, der kommt mal weg und der kommt mal noch auf den Keller, in den Keller, solange bis die Garantie abgelaufen ist. So, willkommen im Chaos.
Ich habe es immer noch nicht eingesehen, Aufbewahrungskisten zu kaufen, weil die irgendwie echt teuer sind hier in Chile. Ich mag eigentlich die Unordnung nicht im Schrank, aber irgendwie ist es mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht das Geld wert. Also das sind die Sachen, die ich jetzt aussortiert habe. Das ist nicht wirklich was Besonderes. Das sind Probedrucke. Da ein Stück Karton, das ich dachte, dass ich noch als Palette aufhebe, brauche ich aber jetzt nicht mehr. Noch ein Karton. Dann so ein Ding, was ich zum Kabel zusammenhalten benutzen wollte. Und dann habe ich hier noch meine Krankenversicherungskarte, meine deutsche. Und meine Krankenversicherung ist jetzt endlich gekündigt. Chaplin, du bist im Bild. Ja, meine Krankenversicherung ist jetzt endlich gekündigt, rückwirkend zum 1.7. Es hat ewig gedauert, die Krankenversicherung zu wechseln, weil die deutschen Krankenversicherungen lassen einen nicht austreten, wenn man keine Bescheinigung darüber hat, dass man eine neue Krankenversicherung hat. Aber in anderen Ländern oder beziehungsweise in Chile, aber ich denke mir, es ist wahrscheinlich in mehreren Ländern so, gibt es halt diese Bescheinigung einfach nicht, weil wofür? Und deswegen war das ein Riesenproblem. Aber jetzt haben sie mich endlich rausgelassen. Und dann habe ich hier noch dieses Tuch. Das hat meine Mutter verwendet in einem Karton als sozusagen ja, Stoßschutz oder zum Auffüllen. Und ist eigentlich echt ganz süß, aber es ist überhaupt nicht mein Stil. Und ja, das wird also auch ein neues Zuhause finden bei jemandem, der es gebrauchen kann. Ich weiß aber noch nicht genau, bei wem. Ich darf dieses Buch ausziehen, das habe ich zu Ende gelesen, ist die spanische Version von Die Kunst des Krieges von Sun Tzu, aber es hat mir nicht sehr gut gefallen, ich werde es auf keinen Fall nochmal lesen und deswegen darf es ein neues Zuhause finden. Hier habe ich hier in Chile gekauft und die sind super, super schön. Ich wollte unbedingt wieder Loafer haben, weil meine alten waren ja dann durchgelatscht. Die hatte ich ja jeden Tag in der Arbeit an, einfach für den Alltag. Und das Problem bei denen ist, dass ich Blasen des Todes bekomme mit denen. Und zwar hier hinten in der Ferse ist so eine Naht drin, die mir quasi einmal um die Ferse außenrum super dolle Blasen gibt. Und ich gucke mal, ob ich die vielleicht hier in Chile verkaufen kann. Also so Secondhand-Plattformen sind mir nicht bekannt, aber ich werde mich mal auf die Suche begeben. War leider also ein Fehlkauf. Ja, kann man nicht wirklich verhindern, ehrlich gesagt, weil wenn die Schuhe passen, was will man machen, ne? Man merkt das dann erst, wenn man sie länger trägt. Also so eine richtige Lösung habe ich dafür nicht und mir passieren auch noch regelmäßig Fehlkäufe. Und sehr schade, weil ich finde die wirklich wunderschön. Ich habe allerdings, ja, ich habe sie sehr lange eingelaufen, immer wieder mit Socken und dann, ja, dennoch, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich für mich noch so entwickeln, dass ich sie tatsächlich tragen kann. Ja, ich glaube, hier erklärt sich von selbst, was aussortiert werden muss, diese Pflanze. Die ist mir auf einmal gestorben. Die ist auf einmal von oben und von unten gleichzeitig schwarz geworden. Und ich vermute, es ist ein Pilz gewesen. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Die wird auf jeden Fall ihren Weg in die Mülltonne finden. Und diesen Korb hier werde ich behalten und irgendeine andere Pflanze reinstellen. Normalerweise sind diese Palmenpflanzen ja wesentlich pflegeleichter. Aber weil ich sehr viele harte Kanten hier in dem Zimmer habe, wollte ich unbedingt eine Pflanze mit weichen, runden Blättern. Aber die sind generell immer ein bisschen schwieriger im Leben zu halten als so Palmen. Also mal gucken, was mir da noch einfällt. Hier hinten versteckt sich tatsächlich auch noch was Ausgelagertes. Und zwar hatte ich in dieser Vase einen Blumenstrauß mit Wasser und dann hat diese Vase angefangen zu schimmeln von unten nach oben. Man sieht immer noch da unten den Schimmel dran. Und mit der Vase bin ich noch nicht sicher, was ich mache. Ob ich versuche die Vase vielleicht mal noch zu retten mit Essig. Aber die stand auf diesem Tischdeckchen drauf. Und wie ihr seht, ist das auch mittig
voller Schimmel. Das heißt, das schmeiße ich leider auch weg. Wenn ihr Tipps habt für die Vase oder wenn ihr denkt oder wisst, glaubt zu wissen, dass die nicht zu retten ist, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich werde es nochmal mit Essig probieren. Mal gucken. Weiter geht der Spaß in der Küche. Ah ja, schau an, ich habe tatsächlich eine Sache gefunden. Und zwar ist das hier ein Spülmittel, ungeöffnet. Das war ein Werbegeschenk vom Corner Shop, also von dieser App, von der wir manchmal liefern lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich allergisch darauf bin. Deswegen versuche ich dafür, auch einen neuen Besitzer zu finden, der das benutzen kann, ohne Ekzeme in den Händen zu kriegen. Neben dem Spülmittel haben wir noch ein anderes Werbegeschenk von Corner Shop bekommen. Und zwar 3 Packungen davon. Ich würde schätzen, das ist ein Inkontinenz- oder Periodenprodukt. Aber ich denke eher ein Inkontinenzprodukt. Und ich habe dafür keine Verwendung. Vor allen Dingen, weil das auch... Gott sei Dank. Vor allem, weil das auch alles unterschiedliche Größen sind. Und das ist eigentlich eine Sache, die ist, glaube ich, relativ teuer. Also da freuen sich bestimmt ein paar Menschen drüber. Altersheime zum Beispiel, ich weiß nicht. Also mal gucken, ob ich das irgendwie in die Richtung spenden kann. So, also in unserem Schlafzimmer selber gibt es nichts auszusortieren, weil hier steht nur ein Bett drin, 2 Nachtkästchen, eine Nachttischlampe und ein Hundebett. Ansonsten ist es noch relativ karg. Wir werden vielleicht mal noch irgendwie Bilder oder so hier aufhängen. Aber ich wollte mal durch meine Klamotten nochmal gehen. Da würde ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Also holt euch vielleicht mal eine Tasse Tee und wir setzen uns mal kurz. Okay, also das Bett ist gerade nicht gemacht, sondern die Bettwäsche liegt oben drauf. Ist noch nicht bezogen. Ich habe nämlich vorhin die Bettwäsche gewaschen. Was ich sagen wollte, ist, dass ich in einem meiner letzten Videos darüber gesprochen habe, dass ich mich als Person verändert habe. Natürlich durch das Auswandern und so. Es ist unumgänglich, dass man sich weiterentwickelt und es ist eine super positive Sache. Aber insgesamt, auch wenn ich Minimalistin bin, ich finde es echt faszinierend, aber Kleidung ist für mich trotzdem immer noch, oder so wird es auch immer bleiben und ich akzeptiere auch, dass es so ist, eine wichtige Sache und eine wichtige Methode, mich auszudrücken und eine Sache, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich finde nicht, dass nur weil man Minimalist ist, man keine Freude an Mode haben darf. Ganz im Gegenteil, man ist halt nur mehr darauf getrimmt, die Sachen loszulassen, die einem eben keine Freude mehr machen. Und ich will jetzt hier nicht ankündigen, dass ich mir einen neuen Kleiderschrank kaufe, aber ich möchte anmerken, dass ich mich mit einigen meiner Sachen nicht mehr, also mit einigen meiner Kleidungsstücke, nicht mehr so identifizieren kann wie früher. Und dass ich merke, dass ich mich etwas anders ausdrücken möchte durch meine Kleidung. Und außerdem habe ich ja gerade wirklich super wenig Kleidung. Also insgesamt von der Gesamtanzahl ist es nicht so wenig. Aber durch die Jahreszeiten habe ich ja immer nur einen kleinen Bruchteil von der Kleidung zur Verfügung. Und ich habe gemerkt, dass es jetzt im Winter... Also diese 5 Pullis, die ich habe, die habe ich halt jede Woche jetzt einfach getragen, 6 Monate lang. Und, oder lass es 4 oder 5 Monate sein, aber ich hab's echt so ein bisschen satt. Was auch völlig normal ist und was auch völlig menschlich ist. Aber was mir jetzt auch auffällt, ich hatte noch nie so wenig Klamotten auf einmal. Und ich habe einfach sehr gemerkt, dass ich die Sachen so viel schneller auftrage, wenn man die einfach häufig trägt. Das ist ein Phänomen, was natürlich ganz natürlich ist, weil man die einzelnen Teile viel öfter trägt. Und dadurch natürlich durch das regelmäßige Waschen und so das Material nachlässt. Und ich werde jetzt noch nicht meine ganzen Wintersachen einfach weghauen oder so. Ich glaube, ich werde eigentlich von den Wintersachen, glaube ich, gar nichts wirklich wegtun, sondern erst, wenn der nächste Winter kommt, mir dann anschauen, die wieder anprobieren. Ich weiß auch nicht, wie meine Figur nächsten Winter ist, vielleicht nehme ich ab oder zu. Aber was ich sagen will, ist, dass ich schon finde, dass man in einem verantwortungsvollen Rahmen, also durch Kaufen bei nachhaltigen Brands, durch Secondhand-Kaufen und indem man nicht sein eigenes Budget irgendwie übersteigt, dass man eine gewisse Freude an Mode haben darf, auch als Minimalistin. Und ich möchte mich gerade auch so ein bisschen neu orientieren
und bin bereit dazu, ein paar neue Sachen einziehen zu lassen, einfach um wieder ein bisschen mehr Spaß zu haben. Und ich habe einen Secondhand-Laden recherchiert hier in Santiago de Chile und ich plane da morgen hinzugehen. Aber vorher wollte ich ein bisschen Luft machen natürlich auch. Das ist auch der Grund, warum ich genau heute jetzt aussortiere. Nicht nur den Kleiderschrank, sondern die ganze Wohnung. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich da was finde, weil wie gesagt, das ist ein Secondhand-Laden und ich weiß vorher nicht, was die da überhaupt haben. Aber ich bin bereit, ein paar Sachen gehen zu lassen. Und welche Sachen, das ist mir ganz krass aufgefallen in dieser Situation, von der ich auch schon mal erzählt hatte, dass wir letztens einen Brand hatten hier im Haus. Und zwar saß ich im Büro und zwei Stockwerke unter uns auf dem Balkon, beziehungsweise aus dem Balkon raus, also aus dem Wohnzimmer raus, hat es gebrannt. Und ich habe den Rauch ziehen sehen und so und habe mich gewundert, weil es nicht so richtig nach Grill gerochen hat, sondern schon nach verbrannten Sachen. Habe dann unten beim Concierge angerufen und gefragt, ob das quasi in dem und dem Stockwerk, ob das ein Feuer ist. Und dann hat er, oder beziehungsweise in dem Fall sie gesagt, ja, es brennt. Und in der Situation, das war natürlich super abgefahren, weil ich dachte so, okay, was machst du jetzt? Dann habe ich mir den Koffer genommen und habe unsere Papiere als erstes reingeworfen, also Pässe und die wichtigsten Dokumente, von denen ich auch weiß, wo sie sind. Und wir haben ja relativ wenig, also jeder von uns hat nur so einen schmalen Ordner. Und dann habe ich natürlich aus dem Schrank rausgerissen Kleidung für ein paar Tage, einfach falls wir die Wohnung verlieren sollten. Dass wir wenigstens was zum Anziehen haben. Es gab übrigens keinen Feueralarm oder so im Haus. Also, als ich das letztes Mal erzählt hatte, wurde schon geschrieben, ja, so ungefähr, wenn es brennt im Haus, dann hat man keine Zeit, einen Koffer zu packen. Aber es hat ja nicht in meiner Wohnung gebrannt und auch nicht in meinem Stockwerk und es war auch kein Feueralarm. Also, in dem Fall hatte ich dann schon noch Zeit. Beziehungsweise, ich hatte hier in der Wohnung nur einen Koffer, weil die anderen sind unten im Keller. Und dafür, das war mir dann zu riskant, in den Keller zu gehen. Noch dazu, dass man ja den Aufzug nicht benutzen soll, wenn es brennt. Also habe ich mir meine Lieblingsklamotten also die wichtigsten sozusagen, meine aller Lieblingsklamotten in eine Hälfte des Koffers und in die andere Hälfte Klamotten für meinen Mann, weil der war nicht zu Hause, der war in der Arbeit. Und in dem Moment habe ich so krass realisiert, also das ging ja so schnell, das waren ja nur Sekunden und ich wusste halt sofort, was mir wichtig ist, was für Kleidungsstücke und was für Kleidungsstücke mir egal sind. Und ich habe hinterher mit meinem Mann darüber geredet. Und das ist total lustig, weil er hat halt gesagt, Kleidung ist ihm halt so egal. Wenn sowas nochmal passiert, was nicht ganz unwahrscheinlich ist hier in Chile, dann soll ich lieber andere Sachen von ihm einpacken, aber keine Kleidung. Also ich habe natürlich auch die Laptops eingepackt und so. Aber es ist interessant, weil ich habe wirklich in dieser Stresssituation, wo man ja nicht wirklich Zeit hat, jetzt ausführlich nachzudenken und zu sagen, ja, was sollte ich eigentlich im Ernstfall tun und so, sondern es ist einfach das Gefühl, was dann so präsent ist. Und diese Panik. Und da war einfach Kleidung für mich extrem wichtig. Und deswegen, ich akzeptiere das jetzt auch, dass es das einfach ein wichtiger Teil von mir ist. Jedenfalls hatte ich in dem Moment die Realisation, dass ich einige Sachen in meinem Schrank habe, die ich eigentlich nicht mag. Und ich weiß nicht, wie viele Teile da jetzt am Ende fliegen. Ein paar werde ich noch behalten, weil ich sie auftragen möchte. Aber es gibt halt auch welche, die ich gar nicht anziehe. Und die fliegen jetzt. Ich hoffe, ich habe die Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch getrieben, weil wahrscheinlich fliegen jetzt gar nicht mehr als zwei, drei Sachen. Aber ich wollte das einfach mal thematisieren und darüber sprechen. Und jetzt widmen wir uns den Klamotten. Es ist echt so schwierig, hier drin zu filmen, weil eigentlich ist es voll nice, halt einen begehbaren Kleiderschrank zu haben. Aber wir haben halt nur ein so ein Popellicht da oben. Das heißt, hier drin ist immer viel zu dunkel zum Filmen. Also muss ich euch jetzt so draußen stehen lassen und reinfilmen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Also das hier darf auf jeden Fall gehen. Das ist ein Jeanskleid von Armed Angels und der Schnitt sieht einfach nicht so gut aus. An mir ist es einfach zu verspielt und an mir sehen eigentlich so der Tailored Look. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen kann. Also etwas schnittiger, sieht besser aus an meinem Körper. Das hier ist so ein Pulli, das tut mir mega leid. Der ist noch nicht alt. Den habe ich hier in Chile gekauft, weil ich ja nicht so viele hatte. Und da habe ich jetzt einen Fleck drauf, der geht nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann. Da. Ich habe keine Ahnung, könnte irgendeine Soße sein oder so. Ich muss da nochmal mit anderem Waschmittel dran, beziehungsweise ich muss mal gucken, ob die hier irgendwie so, ja, so Spezialreiniger haben. Ich wüsste gar nicht, in Deutschland würde ich einfach zum DM gehen und dann würde ich zum Regal gehen und lesen, was da überall steht. Und irgendwo würde wahrscheinlich stehen, der Fleckenentferner für weiße Kleidung. Und ich würde es kaufen und es würde funktionieren. Aber hier ist es ein bisschen schwieriger.
Ich habe keine Ahnung, mit was ich es probieren soll, aber ich werde es nochmal probieren. Ansonsten ist es ein Pullover, der auch eher ins Zuhause-Tragen-Department wandert. Das hier ist so ein Top, das habe ich nur noch aus Not behalten und ich suche schon ewig einen Ersatz. Das ist halt so ein Hemdchen aus Baumwolle, aber es ist eigentlich zum Drunterziehen gedacht. Aber es sieht halt super gammelig aus, weil es auch ziemlich breit geworden ist, also es ist breiter als ich. Und es nervt mich total. Ich habe allerdings, also glaubt's oder nicht, nirgendwo in ganz Chile, also ich übertreibe immer ein bisschen, aber in jedem Laden, in dem ich bisher war, konnte ich nicht finden, ein Top mit diesem Schnitt, was aus Baumwolle ist. Man kann 1 Million dieser Tops kaufen, aus Polyester oder aus anderen Stoffen, aber aus Baumwolle, no chance. Und ich will für solche Unterlagen unbedingt Baumwolle. Ich hatte euch schon von dieser Radler-Shorts erzählt, die habe ich aus Deutschland mitgebracht. Die habe ich von einer Freundin übernommen. Die Marke kenne ich auch nicht, keine Ahnung, die hatte sie auch schon ewig. Und die kriecht halt über die Pobacken und noch dazu ist sie mir am Bauch zu locker. Und ich habe die ganze Zeit nur behalten, weil ich keine Alternative hatte für Sport zu Hause in der Wohnung, weil im Fitnessstudio ziehe ich sie auch nicht wirklich an. Und jetzt habe ich mir eine gekauft und die passt auch super. Die ist auch ein bisschen länger, die ich gekauft habe. Die geht bis zur Mitte vom Oberschenkel. Die ist aber gerade in der Wäsche. Aber die habe ich euch in meinem Klamottenvideo gezeigt. Das heißt, die kann damit dann auch endlich gehen. Und das hier ist das Gymshark-Oberteil, mit dem ich schon ewig hadere. Und ich glaube, ich werde es einfach nicht anziehen. Weil es hat lange Ärmel und ist bauchfrei. Und ich werde auch versuchen, das irgendwie zu verkaufen. Es ist eigentlich noch top in Schuss und so, aber es ist mir auch ein Ticken zu eng. Es schneidet mich immer ein bisschen hier im Bauch an. Und das mag ich halt auch nicht, wie das dann aussieht. Und auch dazu halt, wie gesagt, die Problematik, lange Ärmel und bauchfrei. Es gibt einfach kein Wetter dafür. Und kann mir mal einer sagen, warum ich immer die Kamera so einstelle, dass ich mich so hinstellen muss? Ach, besser für den Rücken. Erzählt, dass ich mir einen neuen Bikini gekauft habe, weil der alte Bikini, den ich hatte, den habe ich nur aus Not mitgenommen, weil ich sonst keinen anderen hatte. Obwohl ich schon gemerkt habe, dass der in meinem Figurtyp nicht besonders toll aussieht. Und das ist dieser hier, das ist so ein Cup und die Träger sind quasi hinterm Nacken zusammengebunden und dann hat er noch so ein Band, was quasi kreuz und quer nochmal um den Bauch geht und es sitzt einfach auch nicht gut. Und inzwischen habe ich ja einen neuen schwarzen und deswegen kann das Oberteil zumindest gehen. Die Hose werde ich behalten, weil schwarz das Bikinihöschen geht halt immer. Das Kleid hier, muss ich sagen, fühle ich auch so gar nicht mehr. Also das Top schon, das ist ja quasi einfach nur ein Stricktop im T-Shirt mit Rundausschnitt. Und dann geht es ganz gerade runter bis übers Knie oder bis ziemlich genau zum Knie. Und irgendwie habe ich es diesen Winter gar nicht angehabt. Aber ich glaube, ich behalte es mal noch, weil ich mir vorstellen könnte, dass man es vielleicht ganz gut layern könnte. Und das habe ich in der Vergangenheit nicht so viel gemacht. Manchmal habe ich einen Pulli drüber angezogen, aber in der Arbeit hatte ich das oft an. Das war so ein typisches Arbeitskleid. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das kriegt noch eine Schonfrist bis nächsten Winter. Und wenn ich es nächsten Winter auch nicht anziehe, dann darf es auch gehen. Aber es ist auch nicht so einfach, so ein Kleid zu finden. Also das muss ich mir wirklich gut überlegen, weil sowas ist hier in Chile nicht so einfach zu kriegen. Zumindest, soweit ich mich bisher auskenne. Also ihr dürft euch auch nicht mehr ganz darauf verlassen, was ich sage, weil ich kann immer nur von meiner Warte sprechen und mit der Erfahrung, die ich soweit gemacht habe. Und ich habe halt jetzt nicht Tage investiert und bin nicht Tage durch alle Einkaufszentren in Santiago gelaufen auf der Suche nach den besten Fashion Stores. Sondern ich war halt da, wo ich war und da habe ich halt nichts gefunden. So, also das kriegt noch eine Schonfrist, aber das steht eigentlich auch auf der Kippe. Es ist so toll, dass ich einfach in der Zwischenzeit keine Reisegrößen mehr habe. Das ist mein Kulturbeutel für Reisen und da ist ein Haargummi drin, Pflaster, dann so Notverbinden. Das ist die Tasche für meinen Rasierhobel und eine kleine Reisebürste habe ich. Und das ist alles, sonst ist das Ding einfach komplett leer. Und ich packe einfach die Sachen ein, die ich normalerweise auch benutze.
super duper easy. Kein Vergleich zu früher. Also eine Sache habe ich hier gefunden in meinem Vorratsbeutel. Und zwar ist das ein festes Shampoo. Die gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Heißen die Foamy oder so? Ich habe den Namen vergessen. Und das habe ich ausprobiert, weil ich mir dachte, why not? Festes Shampoo wäre echt nice. Aber funktioniert leider für meine Haare gar nicht. Ich habe aber inzwischen mit meinem Mann drüber gesprochen und der meinte, für ihn ist das easy, er könnte das benutzen. Also werde ich das jetzt mal wieder in die Dusche legen, damit er es benutzen kann. Also ich muss euch enttäuschen, im Bad gibt es leider auch nichts, was ich auszusortieren habe. Da habe ich echt auch nur noch die Sachen, die ich benutze. Das Einzige, womit ich immer noch am Hadern bin, ist ein Lockenstab. Ihr wisst ja, dass ich ein Glätteisen habe, das ist allerdings das Breite. Mit dem Breiten bekomme ich es nicht hin, mir Locken zu machen. Ich denke, ich werde noch mal ein bisschen üben, aber ich tue mich halt deutlich leichter mit einem Lockenstab. Und das habe ich, also mit einem kleinen Glätteisen, mit quasi so einem runden auch, aber das ist halt auch ein flaches. Deswegen ist eigentlich nicht geeignet zum Lockenmachen. Und ich könnte jetzt das verkaufen und mir ein rundes Glätteisen kaufen oder ich behalte das und kaufe mir einen Lockenstab. Das sind die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich mir Locken machen möchte. Aber meine Haare sind gerade noch nicht so lang, dass ich wirklich regelmäßig Locken machen würde. Ich denke, die müssen auf jeden Fall noch bis dahin wachsen. Und dann werde ich mich mal ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Und so lange bleibt alles, wie es ist. So, dann gucken wir uns mal den Haufen an der Sachen, die ich aussortiert habe. So, hier haben wir die Sachen, die ich aussortiert habe, die nicht direkt in den Müll gewandert sind. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sachen plus die Pflanze plus das Tischset und die Kartons zähle ich jetzt mal nicht mit. Also 12 Sachen quasi, wobei ich das hier als 1 gezählt habe und nicht als 3. Ja, 5 Kleidungsstücke sind dabei, ein paar Schuhe, das tut mir eigentlich am meisten weh, weil ich da sehr hohe Hoffnungen drin hatte. Aber wir werden gucken, irgendwann werde ich schon ein paar finden, das passt. Was Kleidung und Schuhe angeht, habe ich auch eine Wunschliste. Ich suche auf jeden Fall schickere Sommerschuhe, weil da habe ich bisher nur die Birkenstocks und Wandersandalen. Und das ist, ja, wenn man ein schönes Outfit anhaben will, geht so. Und die Loafer, die ich habe von Zara, diese Stoffloafer, die lösen sich auf die Sohle ab. Die kann ich nur noch begrenzt anziehen und dann habe ich gar keine schicken Sommerschuhe mehr. Also da muss ich mal auf jeden Fall mir noch was besorgen. Und ich bin auf der Suche nach Palazzo oder Palazzo-Hosen, das heißt diese lockeren Flowy-Hosen. Da hatte ich ja 2 Stück in Deutschland, die habe ich aber verkauft, bevor ich hergekommen bin, weil die nicht perfekt saßen. Die waren recht eng am Bauch. Das sind auf jeden Fall die 2 Sachen, die auf der Wunschliste stehen und die ich in den nächsten Wochen handeln werde. Und mal gucken, vielleicht werde ich im Secondhand-Laden fündig. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich hoffe, das Aussortieren hat euch gefallen und ich fühle mich jetzt schon wieder etwas befreit, auch wenn es nicht wirklich viel war. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und bis bald. Mua.